Meiling ist der Ort, an dem der Kurprinz Rudolf starb mit seiner Geliebten Mary Wetscherer. Der Vater des Kronprinzen, Kaiser Franz Josef, hat es umgewandelt in ein Kloster für Karmelitinnen. Der Gedanke ist der, dass aus diesem Ort des Grauens, der Tragödie, ein Ort der Söhne des Friedens wird. Das ist Meierling. Am 21. August 1858 ist Kronprinz Rudolf als drittes Kind von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth in Laxenburg bei Wien geboren. Endlich der Thronfolger nach zwei Töchtern. Und auf Wunsch seines Vaters wurde der Kronprinz dann sehr streng militärisch erzogen. Mit kaltem Wasser wurde er angeschüttet, mit Schüssen aufgeweckt, in den Lenzer Tiergarten eingesperrt und gesagt, es kommen die Wildschweine. Also furchtbare Methoden wurden angewendet. Abhärten haben sie das genannt. Und 50 Lehrer und Erzieher wurden ihm zur Seite gestellt. In dem Ton ist es dann weitergegangen, bis er ins heiratsfähige Alter gekommen ist. Dann wurde eine Frau für ihn gesucht. Sie musste aus dem Hochadel sein. Das war dann die Stephanie von Belgien, aber glücklich waren sie nicht. Er hat immer wieder Freundinnen gehabt. Mitzi Kasper, Mary Wetscherer. Auch mit der Mutter von der Mary Wetscherer hatte er ein Verhältnis. Und dann hat er 3 Jahre vor seinem Tod diese gesamte Anlage hier von Stift Heiligenkreuz erworben und hat es als Jagdschloss benutzt. Er wird nicht zu oft hier gewesen sein. Es war ja eine stundenlange Reise mit den Pferden von Wien nach Meierling. Und am 30. Jänner 1889 geschah hier das Drama von Meierling, bei dem der Kronprinz Rudolf und die Baroness Mary Wetscherer gemeinsam den Tod gefunden haben. Die Hintergründe sind bis heute nicht geklärt. Viele Versionen wurden verbreitet. Konkrete Beweise hat man jedoch nach wie vor keine. Es gibt unzählige Bücher. Jeder Historiker hat hier seine eigene Version. Aber was wirklich passiert ist, die dabei waren, der Kammerdiener Loschek, der Kutscher, der Bratfisch, die haben Schweigegeld bekommen. Kaiser Franz Josef wollte in seiner ersten Trauer alles wegreißen lassen, dem Erdboden gleich machen. Dann haben sie aber doch überlegt oder wurde er beraten, er soll es doch umbauen lassen in ein Kloster, soll es den Karmelitinnen stiften, dass die Schwestern beten für das Seelenheil des Rudolf. 5 Karmelitinnen haben hier begonnen und derzeit leben 10 Schwestern hier. Ist ein strenger Orden, Betorden, Schweigeorden. Die Schwestern kommen nicht raus, haben kaum Kontakt zur Außenwelt. Das Haus Habsburg ist katholisch, das muss man festhalten. Und natürlich, also Karmelitinnen sind ein Klausurorden. Wir haben die besondere Aufgabe, also viel Zeit im Gebet zu widmen. Und der andere Gedanke ist auch der,
Dadurch, dass er einen Klausurorden gewählt hat, war sozusagen alles, was damit in Zusammenhang steht, in der Klausur gewesen. Also das Schlafzimmer wurde abgetragen, das ist die Kapelle, und alle anderen Bereiche wurden sozusagen in ein Kloster umgewandelt, wo niemand herein konnte. Es war wie unter Verschluss gewesen. Ist auch ein Aspekt. Und natürlich vor allem der Gedanke der Sünde, der Wiedergutmachung des Gebetes, das schon. Im gleichen Jahr der Tragödie, im Oktober bereits, waren die Umbauten so weit gediehen, dass die ersten Schwestern hier schon mit dem Leben beginnen konnten. Und er hat den Wiener Kamel gefragt, ob sie bereit wären, Schwestern zu geben für diese Neugründung. Und sie haben sich eigentlich, die Schwestern, ja, verpflichtet gefühlt, sozusagen den Vater zu trösten durch diese Neugründung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Wir beginnen alles mit dem Gebet, weil wir unseren Tag, wir möchten alles mit Gott beginnen, mit Gott den Tag zu Ende gehen lassen. Wir möchten am Tag mit Gott verbunden sein, mit Gott leben. Und es ist uns ganz wichtig, dass wir alles unter den Schutz Gottes stellen und alles auch in die Hände der Mutter Gottes legen, dass sie uns begleiten möge am Tag. Mein Name ist Schwester Maria Johanna, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Niederösterreich, aus dem Weinviertel. Ich komme aus einer guten, lieben und gläubigen Familie, habe zwei Schwestern, eine ältere und eine Zwillingsschwester und bin jetzt seit etwa 4 Jahren hier. Also vor einem Jahr im September, am 8. September, habe ich meine zeitliche Profess auf 3 Jahre abgelegt. Also ich bin in einer gläubigen Familie eben aufgewachsen und wir sind auch jeden Sonntag in die Messe gegangen. Und ich habe dann aber mit 19 Jahren eine persönliche Bekehrung erlebt, also dass ich selber auch einen lebendigen Glauben, ich habe selber so einen lebendigen Glauben gefunden zum Herrn und habe dann eigentlich begonnen zu überlegen, wie mein Weg weitergehen könnte. Ich habe das Tagebuch der heiligen Schwester Faustina gelesen und da ist mir das erste Mal der Gedanke gekommen, dass ich ja auch in ein Kloster gehen könnte und dass es auch eine Möglichkeit wäre. Und dann habe ich eben ja einige Jahre überlegt und immer hin und her überlegt, ob doch Ehe und Familie oder Kloster. Und mit der Zeit habe ich innerlich einfach immer mehr gemerkt, dass es mich Richtung Kloster zieht. Und für mich war immer eher klar, dass es ein kontemplatives Kloster sein sollte. Ich habe mich einfach immer mehr dahin gezogen gefühlt, zu einem kontemplativen Kloster. Und ein bekannter und befreundeter Priester hat mir dann den Karmel Meierling empfohlen. Und dann war ich zu einem Gespräch hier mit der damaligen Mutter Regina. Es hat mehrere Stunden gedauert und danach war ich wirklich ganz beeindruckt von der Lebensweise. Es hat mich fasziniert, was sie erzählt hat und auch, dass das Leben hier ja ganz einfach ist, wie die Mutter Gottes in Nazareth. Und ab dem Moment war es für mich klar, dass es hier sein könnte. Wir
wir leben nach den ersten Einsiedlern, die sich auf den Berg Karmel zurückgezogen haben als Eremiten, die zurückgezogen lebten, die sich ganz auf Gott berufen wollten, ganz den Willen Gottes erkunden wollten in der Einsamkeit. Und von daher ist der Karmel gegründet worden. Die Einsiedler, die ersten Eremiten haben sich zurückgezogen, um Gott zu suchen. Und dies ist auch unsere Aufgabe heute im Karmel. Wir leben ein zurückgezogenes Leben, aber zugleich auch ein Leben in der Gemeinschaft untereinander. Es ist ein Gebetsleben, ein Arbeitsleben, ein frohes Miteinander. Also von allem ist es enthalten. Ich bin am 1. Oktober 1995 hier in diesen Karmel eingetreten. Wir werden normalerweise auch nicht versetzt, also wir treten ein und bleiben bis zum Tod auch in diesem Kloster, in diesem Karmel. Mir war eigentlich klar, ich möchte mein Leben ganz Gott zurückschenken. Ich möchte nichts mehr für mich zurückbehalten. Und ich habe die Selbstbiografie der kleinen heiligen Therese damals gelesen, die mich sehr, sehr gepackt hat und sehr fasziniert hat. Und wo ich eigentlich in dem Augenblick gespürt habe, so, dies könnte dein Weg sein. Und da ist mir wirklich die große Gnade auch geschenkt worden, dass ich das gespürt habe, so, dies könnte dein Weg sein. Und dann ging es sehr schnell bei mir. Ich bin zu Besuch gekommen in diesen Karmel, habe Kontakt aufgenommen, bin ein zweites Mal zu Besuch gekommen und habe dann auch schon um die Aufnahme gebeten in diesen Karmel. Wo Sie heute den Altar sehen, war früher das Bett, wo man die beiden tot aufgefunden hat. Das hat eben der Kaiser so angeordnet. Der Raum, das Zimmer war circa 7x7. Das Zimmer war im Erdgeschoss und wo Sie heute den Altar sehen, war das Bett. Und der erste Stock, früher war es hier zweigeschossig, der erste Stock war für die Frau vorgesehen, für die Stefanie. Sie war aber kaum hier, die Stefanie. Auch die Kaiserin Elisabeth war sehr selten hier. Nur Kaiser Franz Josef, der war des Öfteren hier bei den Schwestern, bei den Gedächtnisgottesdiensten für seinen Sohn. Wunderschön sind auch die Glasfenster. Sie sind Geschenke von Freunden des Kronprinz Rudolf. Zeigen bekannte Heilige und in jedem Fenster sind auf der unteren Seite Wappen der ehemaligen Kronländer zu sehen und das weist auf die Spender hin. Und diese kleine Seitenkapelle, das war früher das Dienerzimmer. Kammerdiener Loschek und der Kutscher namens Bratfisch waren hier dabei, haben auch gewusst, was hier passiert ist, sind aber abgefunden worden mit hohem Schweigegeld. Und dieser Dienerraum wurde umgebaut zu einer Kapelle zu Ehren der Kaiserin Elisabeth. Der Altar, ein Jubiläumsgeschenk aus Ungarn. Dieser Altar stand in Griechenland auf der Insel Korfu, im Schloss der Kaiserin Elisabeth, dem sogenannten Achilleon. Und auf Wunsch des Kaisers wurde der Altar dann hierher gebracht. Die schmerzhafte Mutter Gottes, ein Werk von Tilgner, der Bildhauer gab der Madonna Gestalt und Gesichtszüge der Kaiserin Elisabeth. Und dieser Dolch im Herzen der Madonna sollte die Trauer der Mutter um ihren Sohn symbolisieren. Und Kaiserin Elisabeth ist 9 Jahre später auf ähnliche Weise in Genf ermordet worden. Thank you.
Teile Josef hat zuerst mit dem Bezug als im Karmel zur Heiligen Mutter Therese von Avila in besonderer Weise verehrt und entdeckt, kann man sagen, ja, als Schutzpatron der Kirche, als ein großer Helfer und Freund. Da muss man wissen, natürlich, also Karmel St. Josef, einerseits die Heilige Mutter, Therese von Avila, andererseits natürlich das Kaiserhaus, Kaiser Franz Josef ist auch ein Bezug da. Und wir hier, wir haben eigentlich einen besonderen Bezug entwickeln dürfen, weil hier war eine kleine Gemeinschaft, die hat sich entwickelt zur Josefsgemeinschaft in Kleinhain. Und dadurch haben wir eigentlich ihn erfahren als echten Führer im geistlichen Leben, als Freund, als Kameraden. Und wir haben ihm alle Anliegen anvertraut, also wirtschaftlicher Art, dann geistiger Art, Nachwuchs. Also er muss sich um alles kümmern, er ist der Hausvater. Ich hatte als Kind bereits eine lebendige Beziehung zum Herrn. Habe als Jugendliche lange überlegt, was ich werden möchte, welchen Weg ich einschlagen sollte. Und ich habe mich dann doch von der Liebe Gottes überwältigt gefühlt, wollte ihm alles zurückschenken, nicht nur eine Stunde am Tag, und war auf der Suche nach einem möglichst radikalen Orden. Doch Fügung, muss man sagen, habe ich von hier die Anschrift bekommen. Das ist 31 Jahre zurück. Ich war dann sehr neugierig, habe dann mal eine Straßenkarte gesucht, Meiling mal gesucht, wo das ist. Und ich habe dann entschlossen, hier einzutreten, weil ich gedacht habe, wenn ich hier eintrete, ist die Hingabe radikal. Für mich war wichtig, der Karmel ist der Orden der Mutter Gottes, war entscheidend, ja. Aber der besondere Ort Meiling, es war damals die Gemeinschaft überaltert, es gab keine jungen Schwestern. Und auch der Ort Meiling hätte mich nicht angezogen, im Gegenteil. Und all das waren Gründe, zu sagen, warum ich mich dafür entschieden habe. Weil es sollte ja ein Geschenk für den Herrn sein, für Jesus. Und ich wollte nicht etwas suchen, das mir zusagt, das mir gefällt. Jetzt bin ich schon lange hier und ich kann sagen, das, was mich früher eigentlich nicht angezogen hat, verstehe ich jetzt, ist meine Geschichte geworden. Weil mein Leben ist, sagen, Sühne für, ja, kann man sagen, für all das, also wo der Herr beleidigt wird, ja, und auch vor allem, um Jesus zu trösten, dass ich bei ihm bin und auch, dass ich alles Leid der Menschen in mein Gebiet hereinnehmen kann und dadurch etwas beitragen kann, ja, und sozusagen ist das, was damals ein Minus war, ein Plus geworden. Muss man sagen. Es war ein schwerer Umstieg. Es ist noch immer ein Einwurzeln hier und man gewöhnt sich aber dann mit der, also ich habe mich mit der Zeit daran gewöhnt an die Tagesordnung, an die Regeln. Und ja, es ist aber immer auch ein Einwurzeln. Von der heutigen Welt ins Kloster ist es schon ein Sprung ins kalte Wasser, würde ich sagen. Man kann sich das gar nicht so vorstellen. Es ist eine andere Welt, die aber komplett ausgerichtet ist auf Gott und auf die Ewigkeit. Also sie sind schon Vorbilder für mich, jede Schwester in anderen Bereichen. Also an manchen Schwestern beeindruckt mich sehr ihre Opferbereitschaft. An anderen Schwestern, zum Beispiel unsere älteste Schwester mit 96 Jahren, da beeindruckt mich so sehr ihre Fröhlichkeit. Auch ja, was sie alles durcherlebt, was sie alles schon erlebt hat hier. Und immer hat sie die Treue, immer war sie treu dem Herrn. Und ja, sie hat schon sehr viel Schwieriges erlebt und ist damals nach dem Zweiten Weltkrieg eingetreten. Auch so, ja, die Treue und die Opferbereitschaft, das sind sicher die Dinge, die mich am meisten beeindrucken an den anderen Schwestern. Sie ist gewachsen, also die Beziehung zum Herrn ist mit den Jahren gewachsen. Es ist auch oft nüchtern oder enttäuschend oder deprimierend,
aber die innere Nähe zum Herrn ist einfach gewachsen und weniger ausgerichtet auf Gefühle oder auf Erlebnisse, so wie ich es früher erlebt habe, eine schöne Anbetung, ein schöner Blumenschmuck in einer kleinen Kapelle, dies fällt im Großen und Ganzen alles weg. Diese Dinge, diese äußeren Dinge fallen weg. Ich muss eigentlich auf das ausgerichtet sein, auf den Kern ausgerichtet sein. Und dadurch, denke ich auch, wächst auch die Beziehung mit den Jahren zum Herrn. Nun schauen wir uns den Pavillon an und dann eigentlich über die Mary Vetscherer. Im Pavillon ist ja sehr vieles über die Mary Vetscherers Tod wurde eigentlich verschwiegen. In der Monarchie wurde darüber nichts berichtet, dass der Kronprinz hier mit einer Frau verstorben ist. Die erste Meldung war Kronprinz Tod durch Herzschlag, dann Jagdunfall, dann Vergiftung und solche Meldungen wurden verbreitet. Und deswegen hat man die Mary Vetscherer in der ersten Nacht hier weggebracht. In eine geschlossene Kutsche hat man sie gesetzt, sitzend zwischen ihren beiden Onkeln, so als ob sie noch leben würde, hat man sie nach Heiligenkreuz gebracht und dann in einem Erdgrab schnell beigesetzt. Ihre Mutter, die Helene Vetscherer, die man nach Venedig verbannt hatte, man hatte geraten, sie solle Wien verlassen, sie war nicht einmal beim Begräbnis ihrer Tochter dabei. Die ist nach einigen Wochen dann aber wieder zurückgekommen nach Wien und hat dann für ihre Tochter eine Gruft und einen Prunksarg aus Kupfer machen lassen. Diesen Sarg können Sie dann anschauen, im Museum ist er ausgestellt. In diesem Sarg hat sie ihre Ruhe gehabt bis 1945. Dann sind plündernde Soldaten gekommen, haben die Gruft geöffnet, den Sarg zerstört, nach Grabbeigaben, nach Gold und Schmuck wurde gesucht, aber es war nichts drinnen. Die Nachkriegsjahre ist dann nichts geschehen, aber 1959 hat sich eine Frau aus Triest bereit erklärt, sie lässt ihr einen neuen Sarg machen. Das war dann schon der dritte Sarg. Die Frau aus Triest hatte Bezug zum Kaiserhaus. Ihr Großvater war Leibjäger bei Kaiser Franz Josef. Das ist die Botschaft, die von Meiling ausgeht, dass sozusagen etwas Schlimmes, Dramatisches, Grauenvolles durch den Herrn, durch Gott wieder gut gemacht wird und dass Friede entstehen kann. Das bezeugen viele, die hierher kommen, die sagen, es ist ein Ort, der was Besonderes ausstrahlt. Hier ist es einfach gut sein, hier ist Friede, spürbar Friede. Und ich glaube, das ist auch unsere Mission, dass wir durch unser Dasein verkünden. Der Herr macht praktisch sozusagen aus dem gescheiterten Leben ja, etwas Gutes. Wo die beiden tot aufgefunden worden sind, das ist jetzt der Tabernakel, thront der Herr selber. Und sozusagen aus dem Schrecklichen ist etwas Friedliches geworden, etwas Gutes geworden. Aus dem Leben, das gescheitert ist, sozusagen hat es der Herr aufgenommen und gesagt, ich nehme es auf und es wird gut werden. Und aus dem Tod wurde Leben. Ich denke, also die Botschaft von Meiling ist die, dass der Herr alles gut machen kann. Und dass es hier Schwestern gibt, die beten und die man auch bitten kann, dass sie die Anliegen mit ins Gebet reinnehmen. Und dass es für alle Probleme, alle Schwierigkeiten doch so etwas gibt wie eine gute Lösung.